So, hallo, wir machen weiter bei Sikari. Das letzte Mal haben wir Welt 3 abgeschlossen und sind jetzt aktuell in Welt 4.2, Sparkle Falls. Oh, hier gefällt mir die Palette schon wieder viel besser von den blauen Dingern und die passt auch viel besser dazu. Gerade eben hatten wir so eine Nachthimmelwelt. Und da hat es etwas doof gewirkt, die dunkelblauen Diamanten dort so positioniert, eingesetzt zu sehen. Ich krieg den Satz nicht mehr fertig. Egal, ihr wisst, was ich meine. Wurscht. Au, da kommt jetzt einfach hier der Gingerbread-Mann. Der kann man gleich wieder hier sich verdünnisieren. Genauso wie der Chuck. Und die Pflanze hier. Gut, die ist keine Pflanze, aber hey. Ich hoffe, da unten. Ah, okay, ja, ich verstehe. Ich brauche eine. Oh nein. Ich habe die nicht gekillt, oder? Yes, da ist er noch. Hervorragend. Ich hatte schon Bedenken. What, so viele? Ach, ich kann ja Walljumpen. Ups. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass unten irgendwie Notenblöcke oder so auftauchen, die mich dann wieder nach oben bringen. Und dann war ich kurz irritiert, dass ich gestorben bin. Und dann ist mir eingefallen, hey, du bist übrigens doof, Kollege. Ups. Nein. Okay. Ja, das war blöd. Sorry. Ich hab den Walljump vergessen. Kommt bestimmt wieder vor. Würdest du. Cooper! Komm her, Cooper. Danke. So, dann jetzt nochmal in klug. Mensch. Kann man schon mal machen, den Wolljump vergessen, finde ich. Ist voll okay. Hi. Da kommt einfach mal ein Blitz runter. Wobei es ja kein Blitz in dem Fall war. Deswegen kann man das machen. Ja, blablabla. Da fehlt was, mir fehlt ein Kristall. Wo ist der? Willst du mich verkeksen? Wo soll der denn jetzt sein? Hier oben? Das ist ja aber mies. Oder hätte ich mit dem P-Switch noch mehr drücken müssen? Habe ich denn die jetzt ausgelassen? Aua. Wo habe ich denn den jetzt ausgelassen? Ja. Scheiße. Ja, keine Ahnung, wo der noch sein soll. Bestimmt hätte man damit den P-Switch noch mehr machen müssen. Mist. Jetzt ist natürlich dann die Frage. Ich würde halt schon gern, wenn ich damit schon anfange, dann würde ich auch gern alle Kristalle mal eingesammelt haben. Auch wenn man es vielleicht nicht muss. Ach, die gehen so kaputt. Das sind keine P-Switch-Blöcke, das ist schon mal gut zu wissen. Dann gehen die ja auch einfach so kaputt. Richtig, dann sind das aber auch keine P-Switch-Blöcke. Ja, dann weiß ich aber erst recht nicht, wo der Kristall noch sein soll. Nope. Hä?
Okay. Nur mal Interesse halber. Pliss. So. Hier ist der erste. Hallo? Danke. Hier ist der zweite. Oh Gott. Ja, toll. Hier ist der dritte. Dieser P-Switch hier führt mich zum vierten. Was macht der P-Switch noch? Also hier nichts. Noch irgendwas vielleicht. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ja, sag mal, wo ist denn der letzte Kristall? Ich weiß, die sind nicht so wichtig, aber ich hätte halt gerne. Weißt du? Hä? Bin ich doof? Es wäre halt viel zu viel für so ein Mini-Secret, für so ein Mini-Kristall, da hier noch irgendwo eine Tür zu packen. Nee, ist halt auch nix. Ja, Mensch. Also ich gehe auch davon aus, dass der fünfte erst nachher hier irgendwo kommt. Ha. Mysterious. Dann halt nicht. Beziehungsweise... Sekunde. Das ist ja ganz einfach. Ich kann ja mal eben ganz schnell... Ihr habt ja hier eh schöne Musik. Das ist ja super, wenn ihr kurz warten müsst. Ihr habt ja hier wunderschöne Musik. Das heißt... Ich bin hier ganz schnell mit dem Hack drin, ne? Das war hier. Und dann war da hier bei S. Sikari. Da bist du. Jetzt darf ich nur mich nicht spoilern durch irgendwelche Overworld-Aktionen oder sowas. Ich guck auch kaum hin. Hier, wir sind in dem Level. Ne, in dem Level sind wir. Das ist Level 119. Zack. So. Da ist ein Kristall. Da ist ein Kristall. Da ist ein Kristall. Da ist ein Kristall. Ja. Es gibt halt nur vier Kristalle. Ja gut. Gut, dann halt nicht. Sorry. Aber das hat mich verwirrt. Aber es gibt keinen fünften. Ich verstehe es gerade nicht. Na gut. Vielleicht hat er den wirklich vergessen. The Stone Palace.
Matsch. Ich mach mal kurz Death Abuse, weil... Incoming Signal from K16. Sikari, this palace is a maze. Be sure to explore as you may find secrets. Ja, es hab ja auch ein Secret Exit gegeben. So, ja, Death Abuse, weil ich hatte eh keine Energie mehr. So. Also, wir haben einen Maze Fawns. Das wird uns wahrscheinlich den Rest des Parts beschäftigen. Wenn es wirklich so ein Maze ist, wie ich es dann erwarte. Von so einem Maze. Ich mag auf jeden Fall den Lichtkreis um mich herum. Der ist nicht so hart wie andere. Der hat so einen Gradienten. Das ist schön. Ja, bisher ist es kein Maze. Bisher gibt es nur diesen Weg. Jetzt wird es ein Maze. Geht erstmal oben rum. Hallöchen. Kann ich? Ne, kann ich nicht. Okay. Nein, oh mein Gott. Na gut, da komme ich nicht mehr. Doch, komme ich. Ah, fuck. Okay. Ich glaube, das ist jetzt aber der andere Weg einfach. Da komme ich jetzt wahrscheinlich unten raus. Oh, dann gibt's allerdings, hier gibt's ein schönes Item. Und ich habe den Eindruck, hier gibt's keine Kristalle. Das habe ich bisher keinen einzigen gefunden. Oh, fuck. Ich habe mich schon gefreut. Aber jetzt komme ich da unten raus. Ja, ja, okay. Dann sind wir zum Kreis. Oh, fuck. Ich habe mich vergessen. Ja gut, dann sind wir bisher. Aber bisher ist es kein Maze. Bisher haben wir... Bisher haben wir alles. Oh, Alter. Gerade gesehen, ich habe ein Herz da oben drin. Da ist nichts. Okay. Okay. Da war nichts, nein. Okay. Das ist schön vorsichtig. Okay, da ist ein Schlüsselloch. Jetzt wird's immer maziger. Quasi amazing. Ach, war das schlecht. Okay. Okay, hier ist auch noch nicht der Schlüssel. Dann gehen wir... Gehen wir mal hier hoch. Ich mag es, wie man die Viecher angerannt kommen sieht, weil ihre Schulterdinger leuchten oder was das sein soll. Und auch wenn wir jetzt den Schlüssel finden, wir machen erstmal den Normal Exit wegen Kristalle. Oh. Okay. Okay. Da ist nisch. Das auch nicht. Gut.
Du. Das heißt, ich kann nur hier weiter. Da kann ich dann auch nur hier. Da ist der... Da, fuck. Da ist der Schlüssel. Gut zu wissen. Die Energie gefällt mir jetzt natürlich nicht. Ich würde trotzdem gerne... Oh mein Gott. Ja, ich hab's gewusst, dass da noch einer kommt. Da kommt mindestens noch einer. Ich hätte jetzt halt schon gerne den letzten Kristall. Wird denn kein Gegner spawnen? Oh mein Gott. Also da oben läuft auf jeden Fall mindestens einer rum. Wow, nee. Bisschen mehr wie einer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, hallo. Voll erschrocken. Ah, fuck, jetzt bin ich wieder hier unten, ja. Okay, aber die Shell kann ich nehmen. Um die Reihe da oben einmal ein bisschen zu dezimieren. Vorher gehen wir aber erstmal da hoch. Hützen! Und vielleicht sogar bis ganz nach oben. Da ist der letzte Kristall. Ja. Problem? Ja gut, die Shell ist eh weg. Oh Gott, wie viel waren das? Waren das drei? Drei habe ich gekillt. Das waren anscheinend alle. Ich habe den gesehen. Nein, ich wollte ihn mitnehmen. Als Schutz. Hier geht's auf jeden Fall zum Kristall. Ah, hallo. Drehst du bitte nochmal um? Wo bist du jetzt hin? Okay. Ab zum Schlüssel. Da weiß ich nämlich, wo der Exit ist. Das sollte schneller gehen. Fuck. Oh oh. Nein. Oh, es reicht auch nicht mehr von der Zeit. Mist. Okay, sorry. Sorry, das ist in der Tat ein Maze. Fuck. Ja, gar nicht festgestellt. Oh, Mist. Okay, das aber mich am Anfang war überall nichts, das weiß ich noch. Da unten war die Feder. Ich nehme aber lieber das damit. Na toll. Dann nehme ich es halt nicht mit. Oh. Sorry, oh mein, das nehme ich nicht. Scheiße, jetzt werde ich ungeduldig. Weil der Part schon wieder 19 Minuten geht. Ah. Fuck. Ach, du bist gemein. Wow, das war mies. So, jetzt muss ich auf die Stacheln da oben achten. Mensch. So.
Mach mal schnell den Secret Exit und dann beenden wir den Part. Und dann machen wir das beim nächsten Mal nochmal. Ich will nicht sagen... Oh, fuck! Okay, wir machen es beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.